Du stehst einfach auf pure Aggressivität und schönen Downtempo, dann hör dir auf jeden Fall die neue Single von Bound in 4 an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr den Song genauso scheppernd findet wie ich und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Sentenced. Es hat auch einfach so eine fette Band und live auch einfach so krass gescheppert. Also erstmal fand ich schon sehr überraschend, dass dann direkt mit Blastbeats angefangen wird, ne? Und ach, die Vocals, ne? Ich finde, die Vocals sind einfach so krass. Ich finde sie geil. Der singt ja auch bei Pintglass, ne? So wie es richtig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, spielt, also singt er ja auch bei Pintglass, die ja den Split gemeinsam mit Strangled gemacht haben. Hier fand ich das auch so ganz geil. Am Anfang war das erstmal so dieses Geflüsterte und dann kam dieser groovige Part, so ein bisschen diese Downtempo. Und ja, ich finde es einfach geil. Ich finde, das ist halt auch so eine Band, so, weil oft ist es bei mir so ein bisschen der Fall, so einige Downtempo-Bands werden mir irgendwie auf Dauer einfach sehr langweilig. So gar nicht irgendwie so negativ gemeint einfach, aber irgendwie, mir passiert da zu wenig, aber bei denen ist es halt nicht so, bei denen ist es irgendwie anders und jetzt zeigt das halt mit diesem Song halt auch einfach wieder, ne, sondern ballern die nochmal Blastbeats rein, jetzt fängt das ja auch wieder mit Blastbeats an, finde ich fett. Das ist auch so, wenn du weißt, dass mit so einem Effekt, dass der dann wirklich immer cleaner wird, der Sound, wenn da ein Slam-Riff gespielt wird, dann weißt du, okay, gleich rollen die Köpfe. Ja, also, was soll man sagen, es ist einfach wirklich so ein richtiger Schepper gewesen, wieder richtig schön, bam. Da sieht man schon, wie der Pit da ausrastet. Einfach geil. Einfach wirklich geil. Liebe diese Band. Das ist auch ganz interessant, so ein Gimmick, das hört man nicht so gut, das hört man, also das ist wirklich so sehr minimal, aber in diesem Part hört man so ein bisschen, als wäre so ein leichtes, dieses Platten-Scratching, dieses müsst ihr, achtet mal da drauf. Das finde ich geil, weil das ist so ein kleines Gimmick, so, das hat keinen sehr großen Effekt auf diesen Part, aber ja, irgendwie trotzdem gibt es da dann nochmal so ein gewisses Etwas nochmal. Und das finde ich geil. So wirklich so eine Kleinigkeit und nice, sehr nice. Aber ich weiß nicht, ob Gitarreneffekt, also kann sein, aber das klingt für mich halt so ein bisschen so wie dieses Scratchen, ne, von den Platten.
Nee, aber finde ich halt sehr geil, so eine Kleinigkeit, so ein kleines Detail. Mega gut. Es ist immer noch wieder. Es wird noch heftig. Ja, also auch sehr, sehr geil. So, du hast halt diesen Build-up, hast dann irgendwie teilweise so geflüsterte Sachen, ne? Und dann kommt halt dieser Bam, dieser Brecher und dann ist halt Feierabend. Nee, wirklich fett. Vor allem auch einfach, ne? Der hat so kraftvolle Vocals. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, es knallt einfach. Das ist wirklich einfach so ein Song, wo du denkst, so, okay, ey, da fetzen dir gleich die Ohren weg. Richtig, richtig geil. Und dann ab und zu, da will ich auch noch kurz zeigen, wo dann einfach auch noch mal so diese geflüsterten Stellen sind, ne? Das hier. Und die ist so, oh, und so ein bisschen so, oh, ich bin so voll erschöpft und so. Und das ist so geil. Also wirklich so gut gemacht. Nee, richtig gut. Also das ist halt wirklich so ein Song, ich muss halt sagen, ich bin ja, ne, so Downtempo, habe ich ja schon so oft gesagt, ist halt so ein Song oder so ein Genre. Ah, muss ich manchmal wirklich so in der Laune sein oder wird mir halt manchmal schnell langweilig? Aber ich finde wirklich beim Born in 4 hast du das null. Das ist einfach fett. Ne, es kamen ja nochmal Blastbeats rein und immer so Kleinigkeiten, wo das halt nochmal so neu wird. So ein bisschen so, ey, dieses Geflüstere, dann dieses Erschöpfte, und dann fängt er an, wieder seine tiefen Lows zu machen. Und es ist halt einfach wirklich alles so krass. Es knallt einfach. Und ja, ne, deswegen, ich muss einfach sagen, Born in 4 ist einfach wirklich eine richtig, richtig geile Band.